Guten Morgen in Christus, ihr lieben Lichter. Und willkommen zu Lektion 149. Wenn ich geheilt aus einem Kurs in Wundern, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt und der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Es ist wieder so ein wunderschönes Paar. Und wir wollen beginnen, unseren Geist zu öffnen, bereit zu machen mit dem Gedanken, der uns täglich gerade begleitet. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Also birgt mein Geist nur Liebe. Und wenn mein Geist irgendetwas anderes birgt als Liebe, dann denke ich nicht mit Gott. Und dann denke ich eigentlich nichts. Dann habe ich bedeutungslose Gedanken. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und wir sprechen hier von dem Teil unseres Geistes, der ja jetzt scheinbar in einem gespaltenen Zustand ist, sonst wären wir nicht hier. Sonst würden wir hier nicht Wahrnehmung. Wahrnehmung ist Spaltung. Wahrnehmung ist Trennung. Und der Teil unseres Geistes, der an Trennung glaubt, ist in Wirklichkeit unwirklich. Und der andere Teil unseres Geistes, der Christusgeist, dort wohnt Gott, dort wohnt die Erinnerung an unser wahres Selbst. Und dieser Teil ist der einzige Teil, der wirklich ist. Und dieser Teil, der birgt nur Liebe, nur das, was wir mit Gott denken. Das heißt, dieser Teil birgt die Erinnerung an den Himmel und er birgt ein Gewahrsein völligen Einsseins. Denn das ist das, was der Himmel ist. Und ja, genau, ich möchte es vielleicht einfach gerade mal direkt, das passt gerade dazu, aus Text. Kapitel 18, Römisch 6, Jenseits des Körpers, sagt Jesus: Es gibt nichts außerhalb von dir. Es gibt nichts außerhalb von dir. Ne, lass uns das mal einfach mal fühlen. Da nicht schnell drüber hinweglesen, sondern es gibt nichts außerhalb von mir. Wow. Es gibt nichts außerhalb von mir. Das ist es, was du letztlich lernen musst. Denn es ist die Einsicht, dass dir das Himmelreich wiedergegeben ist. Das Himmelreich ist die Wohnstatt des Gottessohnes, der seinen Vater nicht verlassen hat und nicht getrennt von ihm wohnt. Der Himmel ist weder ein Ort noch ein Zustand. Er ist nur ein Gewahrsein vollkommenen Einsseins und die Erkenntnis, dass es sonst nichts gibt, nichts außerhalb dieses Einsseins und nichts anderes darin. Ist das nicht wunderschön? Und diese Entscheidung, sagt Jesus, ist die einzige Entscheidung, die du wirklich treffen musst, den Himmel, das Einsseins, ist die Entscheidung für das Einssein. Und das Ego sagt, wenn ich mich für den Himmel entscheide, entscheide ich mich für den Tod. Klar, es ist der Tod, nicht der Tod, aber es ist das Ende des Egos. Es ist das Ende der Spaltung. Es ist das Ende der Trennung. Denn Einssein ist Einssein. Aus diesem Grunde gibt es nichts außerhalb von mir, weil ich im Himmel alles bin. Da ist nichts mehr außerhalb. Da ist keine Wahrnehmung mehr. Denn in der Erkenntnis des Himmels, in der Erkenntnis dessen, was ich bin, da ist nichts anderes mehr, wie wir es gerade hier so wunderschön, wunderschön gelesen haben. Und das ist der die Abbau der Angst vor Gott, der Abbau der Angst vor dem Himmel, der Abbau der Angst vor dem Tod. Wir können nicht sterben. Wir können träumen zu sterben, wenn wir an den Tod glauben. Dann werden wir scheinbar sterben, denn weil wir dann noch im Traum sind. Und der Traum ist, wie wir gelernt haben, aus einem Guss. Im Traum gibt es sehr wohl Geburt und Tod.
Aber wenn wir uns entscheiden für den Himmel, das bedeutet, wir entscheiden uns zu erwachen, zu dem, was wir wirklich sind, dann entscheiden wir uns für das Einssein. Wir entscheiden uns dafür, dass es nichts außerhalb von mir wirklich gibt. Und solange ich etwas außerhalb von mir wahrnehme, das ist das Zeichen dafür, dass ich träume. Das heißt, wenn ich dich als anders wahrnehme, wenn ich dich irgendwie bewerte, irgendwie nicht haben will, beurteile, dir Schuld will, dass du, ich will dich, wenn ich dich schuldig sehen will, dann bin ich in meinem persönlichen Traum. Ja, es ist ein Traum, den diese Identität, die ich glaube zu sein, der Körper träumt, die aber überhaupt keine Wirklichkeit hat. Und Gott hat damit nichts zu tun. Und deswegen ist Heilen, ja, wie er hier so schön sagt, ich werde manchmal zu so schönen Textstellen hingeführt, überraschend, da bin ich selber ganz überrascht, sagt er. Heilen ist der Weg, das ist in Kapitel 7, Römisch 4, Heilung als Wiedererkennen der Wahrheit. Da sagt er, Heilen ist der Weg, den Glauben an Unterschiede aufzuheben. Und das ist der einzige Weg, die Sohnschaft als eins wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich Jesus bittet mich, finde in dir die Bereitschaft, den Glauben an Trennung, den Glauben an Unterschiede, den Glauben an Besonderheit, den Glauben, dass du besonders lieben kannst, aufzuheben. Und nochmal anders ausgedrückt, in Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 10, die Befreiung von der Schuld, sagt der Herr, wenn jeder dir willkommen ist, also gleichermaßen, ja, wenn jeder dir willkommen ist, wie du selbst deinem Vater willkommen sein möchtest, dann wirst du keine Schuld in dir erblicken. Wenn jeder dir willkommen ist, jeder, und zwar gleichermaßen, bin ich an dem Punkt heute, dass jeder mir willkommen ist, und zwar auf gleiche Weise. Ich entwickle mich dahin. Ja, ich wachse dorthin. Ja. Die geistige Bereitschaft ist da. Praktisch im Leben gilt es, sie umzusetzen und zu praktizieren. Und das ist unser Prozess. Dass jeder mir auf gleiche Weise willkommen ist, das ist das, was wirklich Liebe ist. Und das ist das, was es bedeutet, wenn ich geheilt bin, dann bin ich nicht allein geheilt. Solange ich die Besonderheit liebe und wertschätze, es geht ja hier nicht darum, dass ich nicht noch besonders zu lieben scheine. Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Prozess, in dem wir mehr und mehr diese Idee von Besonderheit und dass ich einen besonderen Menschen brauche, um glücklich zu sein, ja, dass wir dieses immer mehr und mehr hinter uns lassen, diese ganze Idee, und dass wir uns öffnen für die Sohnschaft, für die Idee der Sohnschaft, für die Idee der Ganzheit und dass ich eigentlich nur wirklich glücklich sein kann, wenn ich mich als Teil dieses Ganzen hier empfinde und niemals in einer kleinen besonderen Beziehung. Ja, weil diese kleine besondere Beziehung wird irgendwann vorbei sein. Ich habe mal eine Frau getroffen,
auf der Straße und sie weinte und weinte und weinte. Und ich fragte sie, was ist? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und sie sagte, mein Mann ist gerade gestorben und wir waren 50 Jahre zusammen, Tag und Nacht, quasi jede Sekunde. Ja, das ist ein enormes Leid, was da entsteht. Und wenn ich mein Leben damit verbracht habe, mich auf diese Beziehung und nur auf diese Beziehung zu fokussieren, ja, das ist jetzt echt der Extremfall, dann wird irgendwann das Leid sehr groß sein. Wie viele Ehepartner folgen ihrem verstorbenen Ehepartner sehr schnell, weil sie den völligen Lebenswillen verlieren. Das ist wie wenn ein Teil von mir ist plötzlich weg. Ja? Und ich habe das so erfahren dürfen mit dem Verlust dieser Beziehung, von der ich schon manchmal gesprochen habe. Und meine Anhaftung war groß, ja, damals, meine Anhaftung und diese Überzeugung, ich brauche diesen Mann, um glücklich zu sein. Ich brauche diese Beziehung, um glücklich zu sein. Und das, ich bin so dankbar. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit, ja, aber ich bin heute so dankbar dafür, dass ich da durchgehen durfte, weil ich dadurch gelernt habe, diese Anhaftung loszulassen. Und frei zu sein. Und weil ich meinen Geist dafür öffnen konnte, dadurch, dass ich die ganze Sohnschaft brauche. Mein Geist hat sich dadurch geöffnet für den Kurs. Ja? Und wir können uns das mal so vorstellen. Ihr alle kennt Puzzle. Und ein Puzzle ist ja, wo ganz viele kleine Teile gestanzt sind, sozusagen. Ne? Also wenn man sich vorstellt, der Himmel ist das ganze Bild. Das ganze Bild, das also jetzt mal symbolisch betrachtet, der Himmel ist das Ganze, ohne gestanzte Teile, keine gestanzten Teile, sondern wirklich das Ganze eins. Da ist eins, da ist nichts anderes wie dieses ganze Bild. Jetzt kommt das Ego, stanzt. Da erstmal stanzt die ganzen Teile, das heißt zerstückelt das Ganze. Und plötzlich ist da kein Einssein mehr, ist kein Ganzsein mehr. Und was macht das Ego dann? Dann nimmt es diese ganzen Teile und schmeißt sie überall hin, ne? Und erfindet die Zeit, das heißt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das heißt, manche Teile sind in der Vergangenheit und sie sind dann nicht mehr da, die anderen sind schon in der Zukunft. Und andere sind jetzt hier und das verändert sich ständig, ne? So ein Bild, was in ständigem Chaos ist. Und das ist eigentlich das Bild der Trennung. Und der Himmel ist eben das Gewahrsein des Ganzen. Und das ist Heilung. Und nur das kann Heilung sein. Und deswegen ist der Himmel, also dieses gesamte Bild, die Entscheidung, die Jesus. Und ja, Jesus sagt, diese Entscheidung musst du treffen. Der Himmel ist die Entscheidung, die du treffen musst, wenn du wirklich heilen willst. Das Ego sagt, okay, hier eins dieser Puzzlestückchen, ne, also ich bin jetzt eins dieser Puzzlestückchen als Körper, als, ne, so. Und jetzt habe ich hier irgendwo so ein Symptom, ne, so. Und für das Ego, wenn ich mit dem Ego denke, dann ist wenn dieses Puzzlestückchen das Symptom geheilt hat, was es da gerade hat, dann ist es wieder heil. Dann bin ich vielleicht als Puzzlestückchen heil. Ja, scheinbar, also dann habe ich so ein Gefühl von Heilsein. Aber ich werde mich immer noch bedroht fühlen und werde immer noch eine Leere fühlen und immer noch einen Mangel fühlen in mir. Das heißt, ich bin dann nicht geheilt. Geheilt bin ich, wenn dieses Puzzlestückchen, ich als Puzzlestückchen, mich erinnere, Momente mal, da war doch was. Ja, okay. Und dann richte ich meine Aufmerksamkeit auf das, wo ich fühle, da war doch was. Da war irgendwas, da war ich irgendwie in einem solchen Glück und in einem solchen Frieden. Ja, da bin ich aber gerade nicht. Aber das kenne ich irgendwoher. Ja, da ist sowas. Das tickt in mir an. Und das ist das, was Jesus mit dem Kurs, wenn wir auch den Kurs lesen, das wird immer wieder angetippt und das ist so erhebend, ja, im wahrsten Sinne des Wortes erhebend. Und wir erinnern uns an den Himmel, wir erinnern uns an, und das ist
der Teil unseres Geistes, in dem der Christus wohnt, in dem Gott wohnt, ja, in dem die Erinnerung an den Himmel wohnt. Und dieser Teil, der wird in uns immer stärker, je mehr wir Vergebung praktizieren. Vergebung ist daher der Schlüssel zum Glück, der Glückel zum Schluck, der Schlüssel zum Glück. Und aus diesem Grunde verbietet Vergebung uns alles, was wir wirklich wollen. Ne? Denn die Dinge dieser Welt, die wollen wir nicht wirklich. Ne? Er sagt hier in Kapitel 13, Römisch 11, der Frieden des Himmels, übrigens ein wunderschönes Kapitel auch, ja, es sind alles wunderschöne Kapitel wie immer, sagt er, wenn wir alle im Himmel vereint sind, wirst du nichts wertschätzen, was du hier wertschätzt. Und das ist wirklich diese Entscheidung, die ich treffen muss, ja. Ich will dem Wertlosen keinen Wert mehr beimessen. Ich will jetzt eine Neuordnung meines Denkens. Ich habe verstanden, Heiliger Geist, ja, ich habe verstanden, was Wert ist. Und Wert ist eigentlich nur das Ewige. Der Himmel ist das, was Wert ist. Das, was Gott wertschätzt, ist das, was Wert ist. Und Gott schätzt diese Welt nicht wert, weil er sie nicht kennt, weil sie nicht von ihm ist, weil diese Welt Trennung ist. Ja, und Trennung ist nicht von Gott. Und hier sagt er, Wert ist dort, wo Gott ihn hingetan hat. Und der Wert dessen, was Gott schätzt, lässt sich nicht beurteilen, denn er ist festgelegt. Es ist ganz und gar von Wert. Und im Himmel ist alles, was Gott wertschätzt und sonst nichts. Und der Himmel ist vollkommen unzweideutig. Alles ist hell und klar und ruft nur eine Reaktion hervor. Eine Reaktion, Freude, Frieden, Glückseligkeit, kein Kontrast mehr, ja? Da gibt es keine Dunkelheit und keinen Kontrast. Da gibt es keine Schwankung. Da gibt es keine Unterbrechung. Und dort herrscht ein Gefühl des Friedens, der so tief ist, dass kein Traum in dieser Welt je die schwächste Vorstellung davon brachte, was er ist. Kein Traum in dieser Welt. Und nichts in dieser Welt kann diesen Frieden geben. Denn nichts in dieser Welt wird ganz und gar mit anderen geteilt. Ja? Und darum geht es halt wirklich, dass ich diese Besonderheit und diese ganze Idee von Mangel, die ja mit der Besonderheit ganz eng verknüpft ist und auch Angst, dass ich das immer mehr mit Hilfe der Vergebung durchschaue als etwas, was ich träume, als etwas, was überhaupt keine Wirklichkeit besitzt in sich. Ich träume und ich träume und ich träume. Und egal, was ich hier träume, ja, und selbst wenn es der glückliche Traum ist, den ich beginne zu träumen, zu dem der Heilige Geist mich führt, es wird immer noch nur ein Geschmack, eine schwache Vorstellung von dem sein, was im Himmel auf uns wartet. Ja, und der Himmel ist hier und jetzt, wie wir gelesen haben, ja. Der Himmel ist kein Ort, kein anderer Ort, kein anderer Zustand. Der Himmel ist nicht irgendwo. Ich muss nirgendwo hinreisen, sondern nur nach innen. Nach innen, innen. Ja, und das Ego findet das lächerlich. Innenschau, ne, die Leute, die da sitzen, meditieren und so, Innenschau, ja. Na, komm nach außen, erleb was, mach was und so, ne? Irgendwie. Aber um den Himmel, um diesen Geschmack des Himmels zu erfahren, im heiligen Augenblick brauchen wir nirgendwo hin zu reisen. Müssen wir nirgendwo hingehen. Das tun wir in unserem Geist. Ja, und der Geist. Und mit unserer heutigen Lektion, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Ja. Wenn ich mir das klar mache und mich dann erinnere, dass Jesus sagt, lass dir
jeden Bruder willkommen sein, gleichermaßen. Und ich kann mir nur vergeben, wenn das noch nicht der Fall ist. Ja, dann will ich vergeben. Ich vergebe mir meine Fehler, die Fehler in meinem Geist. Ich vergebe sie. Und wenn ich einen Bruder irgendwie beurteile, ich will vergeben. Ich will das nicht. Ich will meinen Bruder nicht mehr beurteilen oder verurteilen. Ich will keine Trennung mehr. Ich will den Himmel. Es ist die Entscheidung, die ich treffen will. Ich will das. Ja, und es ist die Entscheidung für alles oder nichts. Ja, alles oder nichts. Und mein Geist, der birgt nicht nichts. Der Ego-Geist, also der vom Ego geführte Geist, der gespaltene Geist, der birgt nichts. Er ist ja in sich eine Illusion. Was soll er schon bergen? Aber mein Geist, der nur mit Gott denkt, der birgt alles. Der birgt den Himmel selbst. Ja, und das ist sehr, sehr praktisch anzuwenden, dieser Kurs. Sehr praktisch. Das ist nichts Theoretisches. Das ist ganz praktisch, kann ich in jedem Augenblick, wenn ich ein Gefühl von Mulmigkeit nur, und wenn es nur ein kleines Gefühl von Mulmigkeit ist oder irgendwie nicht wohlfühlen, unglücklich sein, egal was es ist, ja, in jedem Augenblick kann ich das nutzen, um mich zu entscheiden für die Wahrheit, für den Himmel. Ja, ich kann es nutzen, um mich davon gefangen nehmen zu lassen. Ja, und dann, ja, geht es mir einfach nicht gut. Oder aber ich nutze es und bin ganz dankbar, es zu bemerken, weil es mir die Möglichkeit gibt zu vergeben. Und das ist dann der glückliche Schüler, der nicht sagt, oh je, jetzt fühle ich mich so und so, es geht mir nicht gut. Und was jetzt, der Kurs wirkt nicht. Ja, oder sowas, muss jetzt schon wieder vergeben. Das ist jetzt der Schüler, der große Widerstände hat. Ja, sondern wirklich eher so, einfach so eine Dankbarkeit entwickeln, wenn ich die Widerstände bemerke, weil wenn ich sie nicht bemerke, kann ich sie ja nicht aufheben lassen. Dann kann ich sie nicht vergeben. Aber alles, was ich bemerke, kann ich direkt mit der Vergebung in die Hände des Lichtes, in die Hände des Heiligen Geistes geben, und er kann meinen Geist dann heilen und ich kann Frieden erfahren. Denn die Antwort des Heiligen Geistes ist immer, 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 immer eine Form von Frieden, und zwar eine Form von Frieden für alle. Weil der Heilige Geist ganz klar das Ziel vor Augen hat, dass wir, wenn wir geheilt sind, niemals allein geheilt sein können. Das muss so sein, weil der Himmel eins ist. Ja, es ist das Ganze. Wir sind das ganze Bild. Das ganze Bild. Bild ist jetzt symbolisch betrachtet. Wir sind das Ganze. Wir sind nicht die Teile. Das sind wir nicht. Ja. Danke für dieses Lernen. Und danke, dass wir heute gemeinsam wieder dem Himmel ein Stückchen näher kommen. Und danke für dich. Danke für deinen Beitrag. Ja, lass uns gemeinsam das Licht ausdehnen und ausdehnen und ausdehnen und gemeinsam heilen. Danke. Sei gesegnet und hab einen glücklichen Tag. Natürlich in Christus.